Klick. Oh, das hört man ja, wenn ich jetzt einen Tab öffne. Ups. Klick. Oder wenn ich einen Tab schließe, hört man ja auch. Ups. Desktop Audio for the win. Ich habe gerade einen Tab geöffnet und geschlossen. Keine Sorge, es war wie ich. Ja, ich habe solche fancy Soundgeräusche, wenn ich einen Tab öffne. Ich habe jetzt zweimal eine Schuppe gekriegt jetzt noch. Cool. Es ist beide schön, wie ich in diesem Bild meinen Rücken so präsentiert habe. Dann geht an meinen Stuhl, der gerade wieder nach unten rutscht. Oh Gott, ey. Nervig. Oh, außerdem, ich kann ja jetzt Gäste benutzen, ne? Das kann ich ja jetzt auch von Twitch. Nice. Und das nächste Mal, wenn ich mit Silvi streame, kann ich ja jetzt auch nebenbei streamen. Nice. Meine Güte. Geil. Grazie, davvero. Ich müsste jetzt bloß noch so eine Pause-Screen-Szene machen, wie es Pixel zum Beispiel hat. Will ich etwas weghaben? Wir machen mal die Knochenhaufen weg. Scheiß auf die Knochenhaufen. Da kann man nämlich die Vesporiden-Quest machen. Da verkloppen wir einfach den. Sag schnell. Ich komm gleich noch drauf. Den Großjagras. Dankeschön. ja. Wow. Ah, wir können den Kulududler machen. Let's go. Frage ist, ist er besser? 420? Nice. Nein, er ist schlechter. Okay. Das nächste Horn, was wir kriegen, ist das Pukihorn. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der Pukihorn das mit der Energiewiederherstellung und Gesundheitsboost. Und wahrscheinlich unser Go-To-Horn für diesen Run hier. Hey, Kollege. Boah, ich bin auch irgendwie hyped, wenn wir das hier durchhaben, machen wir ja eine Monster Hunter Pause. Dann spielen wir Dungeon Siege 2 im Iron Man. Das heißt, wenn wir da sterben, müssen wir einen neuen Charakter machen. Auch wieder komplett RNG gefüllt. Was für eine Klasse wir spielen, was wir spielen. Wird alles gewürfelt. Das habe ich schon angekündigt. Verzeihung. Spoiler. Und wenn wir das vielleicht durchhaben, dann können wir vielleicht nochmal Monster Hunter World No Death Staffel 2. Zwei Leute, die versuchen das Spiel durchzuspielen, ohne zu sterben. Die Frage ist, wie machen wir das? Also die Frage ist dann, wie wir das mit den Regeln machen. Ist, wenn ein Teamkamerad stirbt, ob der andere dann auch neu anfangen muss oder nicht, ne? Aber eigentlich schon. Eigentlich wäre es. Aber das sind so Gedanken in der Zukunft. Das dauert noch, bis wir da sind. Erstmal müssen wir Monster Hunter World Solo spielen. Und dann kommt Monster Hunter. Und dann spiele ich wahrscheinlich erstmal Monster Hunter Rise oder so. Monster Hunter Rise, Monster Hunter Iceborne vor allem. Das kommt noch dazu. Und dann kann man darüber nachdenken. Töte Vespoid. Ja, das dauert nicht so lange und es war ja schön, dass man auch Astera von hier aus sieht. Das ist eigentlich ein schönes Detail.
Soll ja nicht so lange dauern. Oder allzu lange. Feldforschung, Flora. Beutezug abgeschlossen. Nice. Kock. Tut mir leid. Das ist Gewohnung. Gewohnung. Man merkt, dass ich einfach noch so ein bisschen müde bin von gestern, von der Arbeit. Ich rede so viel dummes Zeug schon wieder. Eigentlich müsste ich Dark Souls streamen. Das würde jetzt gerade am besten passen. Und nicht Monster Hunter. Was so. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund finde ich Monster Hunter entspannt. Beziehungsweise jetzt ist es doch entspannt. Wir sind ja noch am Anfang. Spätestens ab dem Anja ist es dann nicht mehr so. Das jetzt raus? Ich glaube schon. Ups, falsche Taste. Ich glaube, ich sterbe gleich noch, wenn es so weiter geht. Come on! Dude! Jetzt! Dankeschön! Oh Gott, das war jetzt. Okay, ich check so langsam die Waffe. Okay. Nice. Das ist schon mal gut. Ich brauche Honig. Wenn ich so langsam die Waffe verstehe, ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wenn ich sonst. Also ich habe jetzt mittlerweile schon. Ich habe jetzt Großschwert gelernt. Ich habe Hammer gelernt durch diese Serie. Also, mich wundert es nicht, dass ich jetzt auf einmal random noch das hier lerne, bin ich ehrlich. Es ist trotzdem ein bisschen langsam, finde ich, aber naja, was soll's. Das ist schon okay, I guess. Ich weiß, wo genau ein Honig noch ist. Wir laufen dann nämlich bald dran vorbei. Das ist nämlich hier oben. Gehe ich einfach mal ganz kurz hier hin. Ich komme da auch noch an der Stelle hin, wo ich hin muss. Schnurrtrupp hat dich verlassen. Oh nein, wie schlimm. Wie kann nur der Schnurrtrupp mich verlassen? Oh nein. Ich meine, der Eiswiderstand ist wirklich, wirklich. Oh, hier ist auch nochmal Honig. Wirklich. Wirklich nur Ghouls gegen fucking Legiana, weil es ist das einzige Eismonster im ganzen Base Game.
Würde ich Eisborn spielen, würde das, sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, denke ich mal. Obwohl, macht Sinn. Ich weiß, dass im Eisborn Variot ist, also da haben wir schon mal das zweite Eismonster. Und ich weiß, dass in Eisborn Brachiados drin ist. Und der, oh, wie hieß er nochmal? Der, oh, der Donnerwolf, wie hieß denn der nochmal? Nicht Tobi. Tobi ist kein Wolf, das ist ein Flughörnchen. Oh, wie hieß er denn? Ja, der Breakdancer. Tinocrit. Ja, danke schön. Oh mein Gott, Alter. Nahm. Gut, ja, ich habe Tri Ultimate schon lange nicht mehr gespielt. Da durfte ich ihn jetzt erstmal kennenlernen. Das sind von denen, die ich weiß, die drin sind. Weil Capcom ja so freundlich war. Hey, hier. Vorgeschmack zu Eisborn, wie wär's? Und da habe ich das mitbekommen. Der Rest ist blind. Habe ich keine Ahnung, was drin ist und was mich erwartet. Bin aber auch froh, dass ich noch nicht weiß, was drin ist. Dann ist wenigstens die Überraschung größer, wenn dann das Monster, wenn dann die Quest vom Monster aufploppt und ist dann noch größer die Überraschung, wenn das Monster vorhin steht. Und erstaunlich, dass ich, muss ich auf den Tisch klopfen, geschafft habe, spoilerfrei da durchzukommen. Seit wie vielen Jahren? Seit wie vielen Jahren ist Eisborn draußen? Seit sehr vielen Jahren. Und ich habe noch nichts davon gesehen. Bin ich sehr stolz auf mich. Auch zu Rise. Ich habe zu Rise auch noch nichts gesehen. Außer, dass man Doggo erstellen kann. Das war's. Bin sehr stolz drauf. So, und hi, Kliffenstein. Bling, Quest erfüllt. Deswegen habe ich das jetzt eigentlich nochmal gemacht. Ach ja, Rüstkugeln. Da war ja was. Ich muss ja wieder Rüstung farmen. Ja, der gute alte Legianer tot. Ah, der war dumm. Weitestes war Nergigante. Das war siebte? War das der siebte Charakter? Ich glaube, das war der siebte. Hold on. Wann war 19s Charakter dran? War das nicht vor Treimling? Ah, nein. Das war der sechste. Das war der sechste. Ja, wären die Nergigantik tot gewesen, wären es bloß noch drei Drachenätze gewesen. Ne? Walhazak, Kushala, Teostra und dann das letzte Monster. Fietz Batman. Der Tod gegen Nergigante war aber richtig dumm. Ich bin zu früh ausgewichen. Ich finde es immer noch schön, dass das eine Option ist in diesem Spiel. Zu früh ausgewichen, dass sein scheiß Dive Punch mich getroffen hat. Noch besser ist, dass der mich gewonshottet hat. Das macht alles noch besser. Man hat schon die Radebahnrüstung schön verstärkt, ausgewertet, alles. Man hat eine Verteidigung wert von, ich glaube, es war 300 Euro was oder so, und man wird trotzdem gewonshottet. Ja, es ist herrlich. Hier wollte ich hin. Na, Gigant in der Nutshell. Ist genauso schön wie die Teostra-Explosion. Ich mache nur die World Story ohne Tod.
Iceborne habe ich für PlayStation gar nicht. Und Iceborne werde ich erst spielen, bevor ich sage, hey, no dev. Ein bisschen zu früh. Ich habe ja Iceborne noch nie gespielt und da will ich nicht gleich mit einem Challenge Run anfangen. Das wäre ein bisschen Selbstmord. Schon allein, wenn sie ja ein bisschen gameplay-technisch was geändert haben. So, mehr Rüstkugeln. Let's go. Reicht das? Das reicht. Nice. Okay, haben wir nur noch die Stiefel. Nice. Das sind vier. Sechs Rüstkugeln vielleicht? Sechs oder acht. Müssten es sein. Ich habe schon wieder vergessen. Was hätte ich jetzt nochmal? Ich bin schön, dass ich wieder vergessen habe, was ich angenommen habe. Jesus Christ. Ah, der nächste Kampf ist Puke, wo Anja mir in die Quere kommen kann und ich wahrscheinlich tot sein werden kann. Wenn man es zumindest dumm spielt. So, einmal im Wald, einmal Pilze, sechsmal Knochenhaufen. Die Uni-Quest ist scheiße. Die Flora-Quest kriege ich vielleicht noch hin, aber das ist eigentlich auch schon wieder dumm für für sieben Pflanzen da drin durchzulaufen. Naja, egal, was soll's. Ich mache nochmal die Vesperiden-Quest. Kann ich das nebenbei machen? Geht ja fix. Also, was war es jetzt? Pilze, Flora, Fauna, Walter Wald und Knochen. Was? Pilze? Habe ich Pilze angenommen? Hallo Gehirn, ich weiß ganz genau, was ich getan habe. Und mein Handy hat vibriert. Ah. Okay, danke Twitter. Ah, okay. Bling. So, ich denke mal, das müsste das letzte Mal sein, dass wir jetzt erstmal die Rüstung verbessern. Kommende Rüstungsverbesserung. Ich glaube, nach Barot kam noch mal eine Rüstungsverbesserung. Ich vergesse es immer wieder. Und ich glaube, danach kommt keine mehr. Ich glaube, nach Barot kommt noch mal eine. Das sind aber Obelisk noch mal zwei Stufen. Dann kommt keine mehr. Und ich glaube, danach. Ja, maybe. Ich glaube, es gab bis zwei Verbesserungen oder drei, zwei oder drei. Ich merke mir das nicht zu 100% alles. Es reicht zu, dass ich mir die Angriffsmuster von jedes Monster merken muss, was ich hier bekämpfen muss. Das reicht mir schon zu. Das ist eigentlich schon schlimm genug. Wovon vieles zwar schon Muscle Memory ist, aber ja, egal. Der Gigantes Moveset habe ich zum Beispiel nicht zu 100% drin. Weil gegen der Gigant habe ich so selten gekämpft, weil ich finde der Gigante Fight einfach richtig dumm. Also. Den Kushala Fight habe ich nie oft gemacht, weil ich finde Kushala einfach nur scheiße. Teostra ist eigentlich ganz lustig. Teostra ist unterhaltsam, den kenne ich. Gegen den Lavasjord habe ich zum Beispiel richtig selten gekämpft, da habe ich auch keinen Plan von. Eigentlich so fast alle High-Rank-Sachen habe ich irgendwie selten gemacht. Weil ich es auch nicht wirklich brauchte für mein Set im Generellen. Teostra brauchte ich tatsächlich, weil Teostra war ein Hauptbestandteil von meinem damaligen Schwert- und Schild-Set.
Das war Teostra, ich glaube ein Nergigante-Set, aber das war. Wir haben einmal gegen Nergigante gefightet, dann hatte ich das schon und dann dachte ich mir so, gut, okay, nie wieder, danke. Ja, wenn man es so schnell bekommt, dann sagt man nicht nein. Ich habe keine Ahnung, was die Kester dann hier eigentlich für ein Problem haben. Ich bin eigentlich nur am Knochenlooten. Ich mach nicht mal was. Ich bin nur anwesend. Ich glaube, das ist das Problem. Meine Anwesenheit ist das Problem. Erklärt einiges. Ich brauche noch Flora.